Servus, also was machen wir heute? Ich habe jetzt das Mikro, habe jetzt einfach nur so in der Hand, dass ich meinen Interviewpartner ein bisschen interviewen kann. Wir sind heute beim Easy B-Box Teil 3. Was macht man heute? Wie gesagt, Schwarm haben wir eingeschlagen. Futter steht innen bereit. Also falls Sie das Futter wollen, können Sie es nehmen. Das ist jetzt die Frage, ob Sie es wollen oder nicht. Jetzt passt das Wetter wieder. Höchstwahrscheinlich sammeln sie Enten am Rapsfeld, das ist ja alles okay. Aber ein Punkt, der fehlt jetzt. Jetzt müssen wir mal schauen, beziehungsweise meine Frau, BeLive Regie, ja, die wird jetzt mal schauen, ob eine Königin da ist. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, weil es wäre schon interessant, es könnte ja sein, dass bei dem Schwarm die Königin abhanden gekommen ist, aus irgendeinem Grund auch immer. Und dann würde dieses Volk jetzt drohnenbrütig werden irgendwann und sterben. Aus dem Grund schauen wir da jetzt mal rein und wie die Lage ist. Der Smoker brennt schon. Meine Frau darf meinen Vulkan das erste Mal verwenden. Ich habe schon eine Dose eingebaut, dass er ja funktioniert dann besser. Jetzt muss man ihr auch noch einen Stahlhelm überschmeißen, weil ich diesen Frieden nicht ganz so traue heute, weil es kommt ein Gewitter nach dem anderen und muss ja nicht sein. Gerade hast du mir eine Abnummer gehabt. Ich hab da nicht abgenommen. Ich habe mitgenommen, nicht abgenommen. So, ich hole euch mal her, dass ihr auch alles schön seht. Der Smoker musst du ausschalten. Ich nehme den einmal, okay? Und wenn wir die Königin finden, genau, das wollte ich auch noch sagen, wenn wir die Königin finden im Volk, dann werden wir die zeichnen. Welche Farbe willst du denn? Was? Also rein theoretisch, ich würde vorschlagen weiß, weil weiß sieht man am besten. Weiß ist zwar die Jahreszahl für dieses Jahr, aber wir wissen ja, dass dieses Volk nicht von diesem Jahr ist, aber weiß findet man am einfachsten im Volk. Ah, der ist schon, oder? Komm, sag's mal ehrlich, das ist schon ein geiles Gerät. Jetzt warte mal. Dann fangen wir mal an. Ersten Deckel runter. Ja, dann müssen wir nicht unbedingt anders positionieren. Wir müssen nicht unbedingt anders positionieren, wenn wir weiter noch. Haben Sie das Futter angenommen? Ja oder nein? Nein. Lass mal deine Zuschauer auch einer schauen. Und du darfst da ruhig sprechen, gell? Ich hab schon was gesagt. Also nein, wollen Sie nicht. Ja, die kommt da, weil da jetzt Licht ist. Du könntest aber jetzt das nutzen, den Behandlungsraum, und könntest von hinten schon ein bisschen Rauch geben. Dann haben die Ladies schon mal ein bisschen entspannter. Genau, und den Deckel hinten drauf. Du musst es nicht ausräuchern, bloß ein bisschen Rauch. Genau, bloß ein bisschen Rauch. Den kannst du mal auf Seiten stellen, weil den braucht man wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ja, sag mal, das ist ein richtig geiles Ding. Dann, wie gesagt, wir haben eine Folie drauf. Ja, die kommt da durch. Und eine Ameise. Jetzt hab mal, ich hol mal schnell den Abfangkäfig. Okay, ich stell euch mal kurz hierher. Ich filme gleich weiter, weil ich gehe jetzt mal davon aus, wir finden die Königin. Dann will ich sie natürlich, dass sie nicht lange warten muss, die Chefin. Welchen Abfangkäfig willst du? Das hier, hä? Wenn du sagst, das dann immer das. Nein, nicht was ich sage, was dir gefällt. Ja, Also, keine das ist, Ahnung. finde ich persönlich, ist nicht so schwer, dass man Königin fangen. Aber dann halt. Ja, ich übernehme das dann auch mit. Also, so ist es ja nicht. Ich lade ja nicht allein. So, dann stellen wir mal die Kamera hierher. Und dann schaust du mal. Ja, der Folie runter. Folie runter und dann siehst du, ich hole euch, jetzt quillen alle nach oben.
So, die quillen alle nach oben. Jetzt gehst du oben drüber. Genau. Gut, passt schon, passt schon, passt schon. Ach, das ist Wahnsinn. Das Ding ist gut, ja. So. Und jetzt ziehst du mal eine Randwabe, links oder rechts. Am besten, was du am leichtesten hinkommst. Runter, raus, ja. Ja. Ich stelle euch mal hier hinter. Was sieht man? Bienen. Bienen, ja. Also, Bienen haben schon mal. Das ist schon mal ein Vorteil. Da nicht sowas, wo man das da hinhängt. Nein, das kann ich jetzt da nicht mehr. Und da einfach da herstellen. Ja? Ich stelle das immer irgendwo hin, dass ich die Bienen jetzt einquetschen kann und da haben eh bloß Zier drauf. Die anderen bleiben jetzt eh drin. Jetzt holst du die nächste. Aber vorsichtig nicht am Rand entlang schrammen, da sind jetzt nämlich wesentlich mehr Bienen drauf. Und genau, und immer langsam drehen, locker, keine ruckartige Bewegungen, dass du es nicht ohne schubst. Habe ich jetzt ja nicht gemacht. Nein, ich sag's ja bloß. Ich will es ja bloß für unsere Zuschauer ein bisschen betonen. Und in die Waben schon mal schauen, ob da Nektar oder irgendwas drin ist. Okay, am besten ist, schau mal her, da ist die Sonne. Hallo. Ja. Da ist die Sonne. So. Wenn du die Sonne leicht im Rücken hast, dreh sie mal nach unten leicht schräg. Warte mal, ich muss noch in Vulki ausschalten. Da ist nichts drin. Okay. Dann kommt die Wabe wieder so. Also ich darf es jetzt so, weil du das jetzt gezogen hast, wieder einfach einhinken. Ja? Genau, schön vorsichtig wieder eine. Die will ich nicht fressen. Wichtig ist, dass du keine ruckartige Bewegungen machst, ganz ruhig. Ja, das ändert man. Jetzt sollst du die nächste erst wegrutschen, genau. Und jetzt gerade noch um. Genau. So, da hängen jetzt schon wesentlich mehr Bienen drauf. Lass mal mich von der anderen Seite schauen. Du schaust von da, ich schaue von da. Also ich sehe schon mal Nektar. Siehst du das? Es glänzt schön. Also hungern tun sie dann nicht, wenn sie Nektar einlagern. Da unten hängt jetzt eine Bautraube. Bei denen musst du aufschauen, weil die fallen dann gern eine, wenn du drehst. Und nach der Königin sucht man, gell? Schau mal, was das macht. Nee. Das, nee, das ist keine Königin. Das ist. Die Königin ist um einiges größer. Haben Stifte drin? Das, wenn du singen darfst, ja. Ich glaub nicht. Du glaubst nicht. Nee. Ich sehe jetzt nichts. Du siehst nichts. Jetzt haben die Oldfallen, oder? Nein, die haben hochgerackelt. Also, so was Glänzendes. Ich sehe auch keine Stifte. Gut. Also glänzend ist eigentlich bloß Nektar. Dann wieder so rein, bis du es raus hast. Weißt du noch, was es war? Richtig. Wenn du merkst, die Drucker hoch und werden unruhig, dann kriegst du, weil jetzt siehst du das, sie gehen so, dann gehst du ganz leicht um drüber. Weiß ich nicht, schalter dich. Ganz leicht um drüber. Nicht so in die Wabengassen, sondern einfach bloß um drüber. Weil in die Wabengassen, wir wollen sie nicht vergasen, wir wollen sie bloß ein bisschen hinräuchern. Oh, da haben sie fleißig gebaut. Ja, und jetzt ganz vorsichtig, keine ruckartigen Bewegungen, sonst fallen sie eine. Falls die eine stechen sollte, nicht fallen lassen. Sonst hast du nicht einen Stich, sondern unter. Da. Wo? Da? Nein, das ist eine Drohne. Ach, ja, die ist dick, aber das ist eine Drohne.
Also Drohnen sind dick. Jetzt suchst du was Langes, Dickes. Hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber ja. Aber da unten hängt die dann bestimmt nicht dran. Der kann unten in einer Bautraube selten. Ich sehe auf deiner Seite nicht, also ich sehe jetzt auf der Seite zum Beispiel auch keine Brut. Nein, ich sehe bloß was Glänzendes. Bloß was Glänzendes. Ja, du darfst schon dran. Lass dich du von mir nicht stören. Keine Stifte. So, dann wieder eine damit. Genau, immer schön vorsichtig. Jetzt vermute, was ist jetzt? Das sind Armweh. So schwach sind die Waben ja jetzt auch noch nicht. Oh, eine riesen Bautraube, vorsichtig. Ich habe ja Sicherheitsflipflops drum, mir kann nichts passieren. So. Also mich beunruhigt das langsam ein bisschen, dass immer noch keine Stifte da sind. Und so viele Bienen, das sieht man gar nichts. Das beunruhigt mich ein bisschen. So. Halt's mal nicht ganz so genau vor dein Gesicht. Das hat sicher nichts. Dreh's mal zu mir. Das glänzt bloß alles. Nein, keine Stifte. Warten Sie mal. Warten Sie mal. Warten Sie mal. Jetzt zeigen wir euch das auch. Die neue Technik sagt uns auch keine Stifte. Okay, gut. Dann wieder neu damit. Dann wieder neu. Also aus einem Schwarm die Königin verloren geht, ist nicht mal so selten, wie man glaubt. Also aus dem Grund. Ja, dann. Das war ja ihre Hauptbasis am Anfang, da hinten das Eck. So, vorsichtig. Ganz vorsichtig. So. Das was? Schon so dick geworden. Ja, sie sind auch nicht mehr ganz so entspannt. Mich hat die erste attackiert. Nicht unbedingt mit dem Mund pusten. So, ist da. Nee. Trau mal her zu mir. Warte, wir zeigen es euch auch. Also es sind keine. Immer noch keine Stifte da. Warte mal. Ne, das ist eine Drohne gewesen. Ja, draußen. Also ich sehe leider auch keine Königin. Was aber nichts heißt, die kann da oben in den Knödel, kann die schon drin hängen. Schatz, ich will keinen Zeitdruck machen, aber da hinten kommt, da schaut's mal, eine riesen Gewitterfront. Und ich glaube, dass die Ladies jetzt dann unangenehm werden.
Okay, das ist ungewöhnlich, dass noch keine Stifte da sind. Aber vom Verhalten her, also so wie sie sich verhalten, müsste der Königin da sein. Vorsichtig, da unten hängt eine riesen Bautraube. Also man findet Königin leichter, wenn man nicht so genau da ist. Also wenn man nicht so nah ist. Sie haben aber schon Pollen dabei. Ich hab die Königin. Ja, halt die du statt. Du konzentrierst dich auf deins. So, die Königin ist, wer sieht's? Oben in der Mitte ist sie. Draußen, ja. Da ist. Und schön im Auge behalten jetzt, okay? Da ist sie. Ja. Dreh dich mal. Dreh dich mal zu mir ein bisschen. So, wo ist sie jetzt? Da, oder? Nein. Wo? Nein, das ist eine Drohne. Wo ist sie? Chefin, wo bist du? Ich glaube nämlich, der ist jetzt auf die andere Seite wieder. Ne, da ist sie. Da ist sie drunter. Da. Die ist agil, die ist flott. Ach, da. Also keine Angst, meine Damen und Herren. Ja. Ich zeige sie euch definitiv. Kann ich das jetzt wieder rein? Du kannst es wieder rein, da, ja. Hier ist sie drin. So, jetzt müssen wir die noch trennen. Wir wollen ja nur die Königin. So, und wie mache ich das? In der Regel halte ich hier zu. So, die Königin ist jetzt hier. Und jetzt bleibt sie da hinten, weil die will es dunkel haben. Also geht die zu dem Stöpsel. Nein, du machst jetzt zu. Ja, du baust jetzt alles wieder rüberschieben. Oder schieb die erstmal schön zusammen. Dann kannst du es auf die andere Seite hängen. Ist egal wo. Schön zusammenschieben. Was ist das? So, und ich nehme euch gleich mit. Ja, ich leg doch das bloß daher. Meine Frau hat schon peinig, dass ich es allein lasse. So, was mich wundert, dass der noch nicht stiftet. So, schau so mal genau deine Rämpchen vor hinten, ob da was auffällt. Vor hinten, geh mal zu mir her. Genau, die haben schief. So, passt das alles? Dann legst du jetzt auf jeden Fall mal die Folie drauf und den Deckel. Dass die schon mal wieder ihre Ruhe haben. Und dann werden wir Königin zeichnen. Was ist das? So. Übrigens, Easy B-Box-Durchsichten werden nicht gecuttet. So, dann werden wir mal die Königin zeichnen. Also hier ist sie drin. Ist hier. Sie ist jetzt nicht mordsgroß, aber auch nicht klein. Das ist so eine ja, normale Königin. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen den hier. Nehmen wir den hier. Oder nehmen wir den hier. Der ist mein Lieblings. Und den nehmen wir auch. So. Komm, lauf rein. Ich habe die Königin jetzt drin. Tun wir die da raus. So, jetzt können wir sie schön begutachten. Nein, einfach nicht schütteln. Deswegen habe ich gesagt, einfach auffüllen. Da ist sie drin. Wir machen weiß, oder? Weiß sieht man auch gut. So, zum Zeichnen braucht man Leim. Der hier, der honigfarbene Leim, ist der bessere. Das ist der Shellac.
Ich habe auch noch den hier, der war original bei dem Set dabei. Der ist, naja, nicht der Burner. Also, dann weißes Hammer. Ich brauche bloß das hintere. Ja, ich weiß, ich brauche das hier. Und das Lame-Ding brauchen wir. Schon mal locker machen hier. So, ich will bloß die richtige Reihenfolge erhalten. Ich muss mal meinen Schleier hier runter machen. Also, wie gehen wir vor? Als allererstes dieses Blättchen hier. Einmal an die Zunge. Also kurz feucht machen. Oh nein. Okay, es waren bloß mit drei drin. Dann auf so ein weißes drauf. So. Durch die Spucke klebt es jetzt da vorne dran. Dann stelle ich das hier her. Dann hole ich mir die Chefin. Wichtig ist bei dem System, dass er nicht nach unten geht, hinhaut und sie dann einfach zerquetscht. Ja? Das ist wirklich, das wär doof. Ja? Die muss ich umdrehen. Ja? Aus dem Grund. So, jetzt hat sie sich umgedreht. Und jetzt schauen wir, dass wir die ist sehr agil. Und jetzt schauen wir, dass wir sie ganz vorsichtig hochschieben. Ganz vorsichtig. Bis sie mit dem Panzer in so einem Viereck sich verhakt da drin. So, seht ihr es? Schon passiert. Halt mal die Flasche. Die Flasche. So, jetzt habe ich hier den Shellac. Jetzt lege ich den Shellac. Mache hier einen schönen Film. Auf ihren Panzer. Dann das hier. Und hier einfach ganz vorsichtig drauf. Kurz halten und sie gleich befreien. Ha. Fertig. Das war's. Jetzt gehen wir ja 2 Minuten, wenn überhaupt. Wichtig ist, wenn es jetzt kalt draußen ist, da du darfst das halten. Ja. Wenn es jetzt kalt draußen ist, dann mache ich die in einen Abfangkäfig, wenn ich mehrere mache, und mache sie in die Hosentasche. So, dann gehen wir raus. Wie läuft das Ganze ab? Königin zusetzen. Überhaupt keine Dramatik. Jetzt hast du den Deckel runter. Und in der Folie ist bei meinen Folien immer ein Loch. Die hier gibt es mir. Ja, die hier gibt es mir. So. Siehst du, da ist jetzt ein Loch. Mhm. Oben an der Folie. Siehst du das? Mhm. So. Jetzt hat. Genau. Jetzt? Ich konnte gleichzeitig filmen und. Ja, du musst mir nur sagen, was ich mache. Also, du nimmst das. Jetzt schaust, dass sie auf der anderen Seite ist, sie darf da halt nicht rauskommen. Auf welcher anderen Seite? Ja, du machst hier das auf. Ja? Das hier machst du auf. Da unten. Ja? Deswegen gehst du übers Volk und haltst mir den Tent um drüber. Oder? Ja, mach einfach. Und dann haltst du das halt mit dem Becher nach unten, legst das hin. Aber nicht einquetschen. Ja? Hallo? Ja. Einfach nur draufstellen. So. Ja, genau. Und jetzt steht es um. Jetzt komm, geh ohne. Normalerweise läuft es jetzt gleich in die Gasse ein. Da, jetzt wird ja, da wird jetzt schon erkannt. Ja, jetzt läuft es gleich rein. So, jetzt ist es drin. Voll erledigt. Ja, du kannst jetzt wieder alles zumachen. Ja, der ist schon drin. Vertrau mir. Ich würde es nicht, aber. Gut, dann Deckel drauf und jetzt fangen wir gleich das Ringer an. Also Königin ist da. Ja, mach halt den Deckel drauf. Das werden sonst immer mehr. Oh, Kamera, komm. Gut. Was ist das? Also, soviel zu dem Thema. Halt, Moment, Smoker noch aufräumen.
Die Frage ist jetzt geklärt. Königin ist jetzt da. Königin ist gezeichnet. Und was ist der Vorteil an einer gezeichneten Königin? Man findet sie viel schneller. Ja? Die verlieren zwar gerne mal ihr Opalitblättchen, kann schon mal vorkommen, aber normal mit dem honigfarbenen Kleber gibt es da eigentlich kein Problem. Und was schlimm? Ne. Ja. Siehst du das? Habe ich das jemals gehabt? Ja. Und Philipp, Dankeschön nochmal. Gell? Wir machen jetzt Feierabend, es fängt das Regnen an. Ich muss meine Bienen dann morgen durchschauen, weil das schaffe ich heute nicht mehr. Wie gesagt, ich habe Honig heute ein bisschen geschleudert. Was? Das war eine Punktlandung. Ja, das war eine Punktlandung. Deswegen habe ich gesagt, du sollst ein bisschen. Okay, wie gesagt, wir verabschieden uns. Willst du noch was sagen? Nein. Also meine Frau will immer noch nichts sagen. Wenn es gefallen hat, dann wisst ihr, Daumen nach oben, Abo da lassen und haut's rein. Ciao.